Hallo, heute gibt es nochmal ein Food Diary von mir. Das letzte kam ja ganz gut bei euch an, daher dachte ich mir, ich zeige euch nochmal, was ich so an 5 verschiedenen Tagen gegessen habe. Das Video ist Teil eines Sommerprojekts, bei dem insgesamt 21 YouTuber mitmachen und bei dem ihr sogar 1 von 3 coolen Paketen gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist jedes Video schauen und die Zahl oder den Buchstaben finden, der sich im Video versteckt, und diesen Ziffercode dann an folgende E-Mail-Adresse zu senden. Und ja, alles Weitere steht in der Infobox, schaut da gerne mal rein, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei meinem Video. Los geht's mit dem ersten Tag. Da gab es zum Frühstück Chia-Pudding mit Erdbeeren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Chia-Pudding zu machen. Ich mache meinen immer mit fettarmer Milch und etwas Honig, je nachdem wie süß er sein soll. Und manchmal gebe ich noch etwas Proteinpulver hinzu. Und ja, das war's dann auch. Mit frischem Obst ist das wirklich ein super gutes Frühstück. Zum Mittag habe ich dann Nudeln gekocht und eine Gemüsesoße selbst gemacht. Die besteht einfach aus Mais und Zucchini. Ich liebe übrigens Zucchini, das benutze ich sehr gerne. Und ja, das Gemüse wird einfach angebraten und dann mit einer Tomaten-Sahnesoße verrührt und fertig. Zum Abendessen gab es Rührei, Mozzarella-Kugeln und so vegetarische Mini-Frikadellen, die ich aber nach dem ersten Bissen weggeschmissen habe, wenn ich ehrlich bin. Die waren wirklich ungenießbar. Ich hatte sie auch zum ersten Mal gekauft und muss sagen, ja, einfach nur ekelhaft. Da habe ich echt schon viel bessere vegetarische Alternativen zu Fleisch gehabt und gekauft. Also die da werde ich mir so schnell nicht mehr kaufen, das kann ich euch sagen. Also die waren wirklich ungenießbar. Kommen wir zum zweiten Tag. Da habe ich zum Frühstück einfach etwas Obst genommen. Ich versuche ja immer morgens Obst zu essen, damit man den Tag einfach mit vielen Vitaminen startet. Und ja, hier habe ich einfach etwas Wassermelone aufgeschnitten und noch Erdbeeren dazu gegessen. Als Mittagessen gab es dann Reis mit mexikanischem Maisgemüse und paniertem Fisch. Also ich verzichte ja komplett auf Fleisch von anderen Tieren, aber Fisch esse ich dann doch hin und wieder. Ich weiß, viele sagen, Fisch wäre kein Fleisch, aber ich finde schon, dass es Fleisch ist, da Fische ja auch Tiere sind. Naja, komplizierte Sache, jeder denkt da irgendwie anders und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich absoluter Vegetarier bin. Ihr versteht hoffentlich, was ich hier meine. Ja, abends sollte es dann noch etwas Leichteres sein, deswegen habe ich einfach eine Kartoffelsuppe gekocht. Ich finde, Suppen machen nicht ganz so voll, daher esse ich abends sehr gerne Suppen. Am dritten Tag hatte ich morgens nicht ganz so viel Zeit, deswegen habe ich einfach nur schnell eine Banane gegessen und etwas Erdbeer-Rhabarber-Joghurt gelöffelt. Ich esse eigentlich immer den von Alpro. Ich habe da schon alle Sorten getestet und finde alle klasse, obwohl er etwas teurer ist. Aber ich kaufe den trotzdem immer wieder gern, weil er sehr gut schmeckt und übrigens auch vegan ist. Kommen wir nun zu meinem liebsten Essen für diese Woche. Und zwar gab es mittags gebratenen grünen Spargel, Couscous und eingelegte gefüllte Champignons. Ich kenne viele Leute, die Couscous überhaupt nicht mögen. Irgendwie die meisten sind kein Fan davon, aber ich esse das richtig gern. Und auf die Spargelsaison freue ich mich sowieso immer wieder. Danach gab es noch einen kleinen gesunden Snack und oh mein Gott, ist das da etwa ein Buchstabe? Ja, wie auch immer, ich habe mir einfach noch ein paar Erdbeeren und eine Nektarine gegönnt. Und ich hatte dann noch abends Spargel übrig, daher habe ich den abends einfach nochmal angebraten und dazu ein Rührei mit Lauch gemacht. Zum Frühstück für den vierten Tag hatte ich mir dann wieder am Vorabend Chia-Pudding vorbereitet und den dann diesmal mit einer Banane gegessen. Den Chia-Pudding bereite ich übrigens immer einen Tag vorher zu, damit er im Kühlschrank ordentlich fest werden kann. So, und dann, oh Mann, wenn ich diese Nudeln sehe, läuft mir wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe Nudeln wirklich sowas von. Ich könnte jeden Tag Nudeln essen. Naja, wäre ein bisschen übertrieben, aber
ich könnte, glaube ich, wirklich. Und das da waren jetzt Mac and Cheese und ja, sehr, sehr lecker. Und leider ist es aber auch eine ordentliche Kalorienbombe. Daher gab es abends nur Salat. Und zwar waren da Tomaten, Eier, Feta-Käse, Avocado, was war da noch drin? Rucola, Eier und Gurken. Also schön vielfältig. Salat kann ja oft langweilig sein. Daher finde ich, ist es immer etwas angenehmer, wenn man verschiedene Farben nutzt und das Ganze bunter gestaltet. So, dann sind wir auch schon beim letzten Tag angelangt. Da gab es zum Frühstück wieder Banane mit Alpro-Joghurt. Diesmal ist es die Geschmacksrichtung Vanille. Das ist eine meiner Lieblingssorten von diesem Joghurt. Und da habe ich noch Puff-Amaranth reingemacht. Schwieriges Wort. Den esse ich eigentlich auch voll gerne im Joghurt und ich esse ihn hauptsächlich auch, weil dort einiges an Eisen drin ist und er auch eine leichte Süße von Natur her mitbringt. Und mittags habe ich dann Püree mit Sauerkraut gekocht und für meinen Freund gab es Frikadellen und ich habe dann auch lange nach einer Alternative für mich gesucht. Ich habe mich dann letztendlich für so ein vegetarisches Schnitzel entschieden. Die gibt es ja mit verschiedenen Füllungen und das da war jetzt, glaube ich, mit Brokkoli. Ich finde, die schmecken eigentlich ziemlich gut und wie gesagt, es ist halt eine sehr gute Alternative zu Fleisch. Abends gab es dann mal wieder Rührei, diesmal mit so einem Pita-Fladenbrot. Das macht man einfach im Toaster warm und dazu habe ich mir dann noch eine Gurke aufgeschnitten. Und ja, das war's dann auch schon. Schaut bitte noch in die Infobox, um alles weitere über die Verlosung zu erfahren. Und natürlich lege ich euch auch noch ans Herz, bei den anderen YouTubern vorbeizuschauen und wünsche euch noch viel Glück bei der Verlosung. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.